Inwieweit mich das Thema grüner Umbau als Restrukturierer betrifft, ja, eigentlich schon ganz viel. Man sollte denken, dass in der Restrukturierung erstmal andere Prioritäten da sind, weil die Bude brennt. Aber Tatsache ist schon, wenn ich mit Lieferanten spreche und wenn ich mit Bewerbern spreche, dann wird die Frage nach der Nachhaltigkeit und nach dem Grad des Grünseins des Unternehmens sind schon Themen. Und da muss man die Firma entsprechend umbauen. Denn während dieses Social Responsibility in der Vergangenheit vielleicht eher wahrgenommen wurde als ein Luxus, den sich große Konzerne leisten, um PR-mäßig besser dazustehen, ist da jetzt wirklich eine Muss-Forderung draus geworden. Die Frage ist, wer baut die ganzen schmutzigen Firmen um? Und die Antwort ist ganz klar, das sind meine Kollegen, meine Interim-Kollegen, die sich in diesem Fachkreis auskennen. Jetzt bin ich kein Operational Interim, der sich mit Technologien und CO2 und so weiter gut auskennt. Deswegen ist das gar keine Reklame in eigener Sache. Ich bin da eh nicht der Richtige. Aber es ist ein klassisches Projekt, weil es ist inhaltlich eng definiert, es ist zeitlich begrenzt, ist der Umbau passiert, dann ist er abgeschlossen. Und es ist eben etwas, wo man Leute mit Erfahrung braucht, weil da kann ich nicht groß rumdoktern und versuchen, Irrtum machen. Plus es sind gar nicht so viele Ressourcen da. Man muss ja immer bei diesen ganzen grünen Themen daran denken, es ist schnell gesagt und es ist leicht zu Papier gebracht, aber es muss ja auch umgesetzt werden. Ja. Zum Beispiel der Ausstieg aus den Ölheizungen. Ja, natürlich kann man in Deutschland 40 Millionen Haushalten verordnen, dass die Ölheizung rausreißen und eine andere einbauen. Aber haben wir überhaupt so viele Installateure? Nein, haben wir nicht. Ja. Das sind Dinge, die müssen zu Ende gedacht werden. Und wenn es um den C-Level-Bereich in einem Unternehmen geht, wozu natürlich dann das Thema grün und nachhaltig unbedingt gehört, dann kann da eigentlich nur einer aushelfen, und das sind eben Interimsmanager, weil ein Interimsmanager, man könnte ja fragen, okay, wenn es nicht genug Leute am Markt gibt, warum gibt es genug Interimmanager? Aber die Interimmanager bleiben ja nur 3, 6, 9 Monate, dann ziehen die weiter. Das heißt, während ein festangestellter Spezialist eine Firma im Jahr umbauen kann Interim viermal so viel leisten. Ja? Deswegen bietet sich das hier eigentlich an und ist meiner Meinung nach auch die einzige Lösung. Und es gibt viele andere Bereiche, wo das auch der Fall ist. Ja? Also ja, das Thema ökologischer Umbau und CO2 ist eine ganz heiße Kiste, die mich als Interim-Geschäftsführer natürlich betrifft, weil das Unternehmen entsprechend gechallenged wird, die ich inhaltlich selber nicht stemme, aber die mit Sicherheit ein brandheißes Eisen ist und bleibt.